Wir sehen hier eine weitere Neuheit aus dem Hause Igos. Das sieht ja ganz so aus wie Ihre Spindellineartische. Was ist hier so besonders? Das ist richtig, das sind unsere Spindellineartische, die wir ja so schmiermittelfrei schon seit ein paar Jahren anbieten. Hier haben wir uns was ganz Neues einfallen lassen. Ich demonstriere das vielleicht mal ganz kurz. Ich habe die Möglichkeit, wie an jedem Trapezgewindetrieb eine Feinjustierung vorzunehmen, möchte aber manchmal etwas längere Strecken verstellen, möchte dabei Zeit sparen. Hier würde ich sehr lange drehen müssen. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken, das Gewinde auszurasten und sehr schnell mit der Hand diese Verstellung zu vollziehen. Die Präzision kriege ich jetzt wieder rein, indem ich wieder mit dem Handrad positioniere. Das spart mir natürlich bei langen Verfahrwegen eine ganze Menge Zeit. Und da sehen wir natürlich interessante Anwendungen im Bereich zum Beispiel der Verpackungsindustrie, wo man das häufigeren Formatverstellungen vorsieht. Das Ganze gibt es in zwei Varianten. Einmal als etwas robustere, stabilere Aluminiumversion. Auch als sehr leichte Kunststoffversion. Auch dort das gleiche System. Und für den, der es etwas individueller mag, sich sein eigenes System aufbauen möchte, der kann die Technik auch als Einzelmutter bekommen. Auch hier funktioniert das einwandfrei. Das heißt, jederzeit ausrasten, verstellen, einrasten, das System aufgrund des Trapezgewindes klemmt an dieser Stelle, ist selbst gehemmt und ich kann die Feinjustierung dann per Hand vornehmen. Wunderbar, danke Ihnen für das Gespräch, Herr Niemann. Gerne.